Hallo und herzlich willkommen zum vierten Tag der Winterthemenwoche. Ich wollte heute mal gefakedes Dip-Dye-Hair ausprobieren und weil Winter natürlich in Blau. Und dafür habe ich mir im Schlecker dieses temporäre Karnevals-Haarfärbezeug gekauft. Bright Light Hair Gel in Blau hat 1,99 € gekostet. Eine andere Möglichkeit gibt es momentan bei P2 in dieser Cirque de Beauty Kollektion. Aber da man damit eher einzelne Strähnen zieht und ich ja hier eine relativ große Fläche abdecken möchte, benutze ich das hier. Meine Haare habe ich jetzt vorher schon mal geglättet, weil ich finde, Dip-Dye sieht eigentlich bei glatten Haaren am besten aus. Und von meiner Friseusenmutter habe ich mir diese Handschuhe hier geliehen, damit ich nicht wirklich alles zusaue. Das T-Shirt ist auch schon ein bisschen älter, also falls das die Aktion nicht überlebt. Aber eigentlich müsste die Farbe ja rausgehen, weil sie aus den Haaren ja auch ganz leicht wieder rausgeht. Ich habe die Farbe jetzt schon seit einem Jahr, habe sie also auch schon mal benutzt. Ich habe sie auch noch in Pink und habe mir damit dann irgendwie so ein Lila angemischt. Und ja, also, wie viel muss man denn bei Dip Dye blauen? Teilen wir das mal. Ja, so. Hier so ein Kamm. Testen wir es mal. Die Farbe. So sieht das aus. Ich kämme das jetzt am besten einfach mal rein. Interessant. An meinen blonden Strähnen wird es irgendwie grün. Wie findet ihr denn dieses Dip daher? Meistens ist es ja rosa. Aber wir sind ja hier bei der Winterthemenwoche. Und die Farbe riecht gar nicht so schlimm. Blau, blau, blau. So lustig heute so zur Arbeit zu gehen. Den Leuten zu erklären, dass das nicht Firma ist. Seite rummutschen. Für so eine Experimente ist die Karnevalszeit ja auch echt ergiebig, weil da so viel Quatsch angeboten wird. Ist noch was? Jetzt blau auf dem Kopf. Das. Jetzt kämme ich noch ein bisschen durch. Beautiful. Blaue Haare. Und rotes Lipgloss. So wie. Also von meinen früheren Experimenten mit der Farbe weiß ich, dass das jetzt noch ein bisschen trocknen muss. Damals bin ich danach auch noch mit dem Glätteisen drüber gegangen. So. Deswegen lasse ich es zumindest mit dem Video jetzt schon mal gut sein. Und hoffe, es hat euch gefallen und schaut euch die Fotos auf dem Blog an vom Endergebnis und die Nahaufnahmen und ja.
Schönen Tag noch.